Guten Morgen aus Ungarn. Wir machen uns gerade fertig. Also, wir machen uns nicht fertig. Ne? Wir wollten jetzt Brötchen holen gehen. Dürft mitkommen, was ich tun. Genau, jetzt sehen wir die Kühe. Die anderen in der Pension schlafen, glaube ich, noch. Wir haben noch nichts gehört. Smurfy stand schon vor der Tür bei den anderen und wollte mit dem Hund spielen. Smurfy! Etty, komm! Alles riecht nach dieser Hündin, die hier ist, womit er gestern gespielt hat. Und der ist rattendoll, der Smurfy. Lauf weiter, da sieht man das so nicht. Schaut mal, Bernds Socken. Eine Seite Kuhsocken, eine Seite bunte Socken. Meine Socken. Einmal Bananasocken und einmal Bienensocken. Yeah. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr unseren Sockenstyle so findet. Die gibt's bei Amazon. Das sind einfach normale Socken. Und weil wir die nicht sortieren, sind die einfach so gemischt. Komm, Smurfy, lauf, lauf. Es ist heute richtig frühlingsmäßig. Wir haben 7 Grad. Und es ist jetzt 8 Uhr. Herrlich. Ja, Kühe sind bestimmt schon gemolken. Oder werden gerade gemolken. Ich habe das jetzt schon öfter gesehen, dass hier so Pumpen sind. Jetzt abgestellt, ich hätte es mal einfach, weil es so kalt ist. Aber die sind hier oft einfach so an den Wegen, an den Straßen. Voll cool, dass man sich dann einfach so Wasser holen kann. Ich zeige euch mal was. Hier ist nämlich auch, wenn wir hier weitergehen. Also Bernd ist jetzt hier in diesem Tante-Emma-Laden Brötchen holen und ein bisschen Paprika. So, und hier, schaut mal, hier ist jetzt so ein Fahrrad. Wir kommen weg da. Das ist das Gemeindehaus. Genau, hier ist jetzt ein Beispiel, so ein Fahrrad. Da seht ihr, sind Blumen drauf, also Blumenkästen. Und das wird hier halt immer super schön und liebevoll geschmückt alles. Und ich schätze mal, dass diese Hähne auch dafür da sind, einfach um Wasser für die Blumen und so im Sommer zu haben. Und ja, hier ist so eine Krippe und sowas habe ich schon ganz oft in vielen verschiedenen Orten gesehen. Das wird hier von den Dorfbewohnern, ich weiß nicht, ob da jemand zugeteilt wird oder so. Smurfy, komm mal mit. Er frisst eben Gras. Seht ihr, diese Fahrräder, die sind alle angemalt und so alte Weinfässer. Ja, ich gehe gleich mit euch dahin, aber Sir Etty the Smurf braucht ein bisschen länger. Also ich weiß nicht, ob das zugeteilt wird, wer sowas hier macht oder ob das einfach, wer der Zeit hat, der macht das. Aber das sieht richtig schön aus. Das fast durch jedes Dorf, wo wir gefahren sind, gibt es solche schönen Sachen. Komm mit, Smurfy, wir zeigen das mal eben. Er muss eben Gras fressen. Eigentlich, heute sind 100% Regen angesagt. Mal schauen, vielleicht später. Hier, genau, Weinfässer. Hier sind ja auch viele Weinberge. Und wenn euch das interessiert, ihr könnt mal zum Beispiel auf eBay Kleinanzeigen schauen. Da kann man in Ungarn Häuser sich einfach nur angucken, was die so kosten, wie die so sind. Und auch Weinberge. Also wir haben hier schon Weinberge besichtigt. Die haben 600 Euro gekostet. Also wenn ihr Interesse habt, Land hier zu kaufen oder Häuser, entweder eBay Kleinanzeigen, komm Smurfy, oder Facebook-Gruppen. Immobilien in Ungarn kann ich euch nur so als Tipp geben. Oder ich habe auch unten in der Infobox unsere Facebook-Gruppe, also die ist von uns, verlinkt. Ja, ich bin hier! Komm, Smurfy, Herrchen ist da. Und zwar deutschsprachige in Ungarn Freunde finden. Das ist einfach nur für allgemeine Informationen oder Freunde finden. Könnt ihr da auch mal vorbeischauen, falls ihr Interesse habt. Da ist der Papa. Komm, Etty, komm. Bitte was? Warte mal. So, jetzt habe ich hier die Leine war um meinen Fuß gewickelt. Da hätte ich jetzt aber hier einen Adler gemacht. Boah, die Vögel, die sind so wunderschön, wie die singen.
Murphy. Was habe ich? Nichts hast du. Ich habe eine schöne Kohlrabi noch mitgebracht. Ja. Und zwei rote Zwiebeln für Kalle. Ja. Und drei Paprika. Und was hast du bezahlt? 1500. Also 4 Euro ungefähr. Sag ich mal. Und halt Öt Gemle. Ach, und Öt jetzt. Uport. Ach, warte. Was? Öt Uport und Öt Gemle. Okay. Ich habe mal andere Brötchen mitgebracht. Uport. Zeig doch mal für die Kamera bitte. Ach so. 4 Euro ungefähr hat Bernd jetzt für alles bezahlt. Hier. Dann gehen wir jetzt erstmal schön frühstücken. Livia hilft uns dabei. Beim Frühstücken hilft sie uns. Oder beim Frühstück machen. Was denn? Also hier war jetzt gerade ein freilaufender Hund. Hier haben wir fast... So ein Berner Sennenhund. Ja, gehabt, ne? So ein riesiger Berner Sennenhund. Kam angewedelt zu Smurfy und die haben geschnüffelt. Und dann kam ein Mensch, der hat halt mit uns auf Ungarisch geredet. Und wir so, ja, nichts verstehen. Und dann hat er gesagt, ja, Deutsch. Hat er voll gutes Deutsch gesprochen. Ich weiß nicht, ob der Österreicher war, hat sich so ein bisschen angehört. Oder Schweizer. Ich glaube, die sind zu Besuch, die habe ich die Tage schon gesehen. Ja. Da sind sie ihm auch hinterher gelaufen. Den okay. Hat er halt erzählt von seinem Hund, dass der ist 7 oder 8 Monate alt und der hört noch nicht und so. Und dann ja, hat er ein bisschen mit Smurfy geschnüffelt. Smurfy ist ja eigentlich, der ist sehr kompatibel mit anderen Hunden. Ja, das war eine schöne Begegnung am Morgen. Ja. Da links werden die Kühe gemolken. Die Kühe werden gemolken. Oh, Smurfy, Vorsicht, nicht da. Komm mal hier. Du bist hier. Komm, du bist gleich verheddert da. So. Wir haben jetzt nochmal so überlegt und die Situation Revue passieren lassen. Wäre diese Situation in Deutschland passiert, hätten wir ganz anders reagiert. Halt so, ja, du musst doch auf deinen Hund aufpassen, an der Leine halten. Leinenpflicht. Und ja, wenn er auf dem Grundstück abhaut, dann musst du doch, wenn das schon öfter passiert ist, wissen, wo das Loch ist. Also wir sind hier wirklich entspannter, muss ich sagen. Oder? Ja, ist halt alles entspannter auch. Ne? Ja, wir halt hauptsächlich auch. Und dadurch, ja, konnte man jetzt diese Begegnung so positiv sehen und nicht so genervt und voller Hass. Wow, der Bernd war im Haus. Und der hat mir meine Brillen mitgebracht. Ich habe ja so eine Brillenleidenschaft. Und ich hatte nur eine mitgenommen vorm Umzug, weil ich ehrlich gesagt gar nicht so gedacht hätte, dass... Also ich habe nicht daran gedacht, dass unsere Brocken so lange in den Kisten sind am Haus. Naja, und jetzt hat er mir meine Brillen mitgebracht und deswegen habe ich jetzt meine andere Brille drauf. Und ich freue mich, dass ich die wechseln kann, weil ich jetzt, wie lange? Seit Anfang Januar dieselbe Brille habe. Ja, es gibt Neuigkeiten. Wir hatten überlegt... Also wir wollten ja gerne, wie fange ich an, wie erzähle ich euch das? Wir haben ein Haus hier in Ungarn, das wissen viele von euch, welches saniert wird. Wir haben nichts mehr in Deutschland, wir sind jetzt halt hier in Ungarn und tingeln jetzt immer zwischen Wohnwagen und hier Pension. Das hier ist ja nicht unser Haus, das ist die Pension. Und wenn die ausgebucht ist, dann müssen wir wieder in den Wohnwagen und wenn hier wieder frei ist, gehen wir wieder hier hin, weil wir hier halt Wäsche waschen können und so. Ja, und das nervt, dieses rein, raus, packen, das ist doof. Und deswegen haben wir überlegt, dass wir mit dem Wohnwagen ja bei uns ans Haus möchten, weil wir haben ja das Grundstück und so. Aber wir sind uns nicht sicher, ob wir mit dem Wohnwagen auf die Einfahrt hochkommen bei uns, ob wir da nicht stecken bleiben oder uns den Wohnwagen aufreißen oder was weiß ich. Das ist zwar nicht Lehm oder so, da ist schon so, nicht so Steine, aber extra so Einfahrtskies oder so, dass man nicht stecken bleibt. Ist da schon, aber das ist halt sehr, also man fährt die Einfahrt rauf und dann macht es so einen leichten Huckel und da hat Bernd Angst, dass man dann halt so mit dem Arsch hängen bleibt vom Wohnwagen und nachher der ganze Unterboden aufgerissen ist. Das wäre ja wirklich fatal, wo unser Wohnwagen ja jetzt erst wieder in die Werkstatt geht wegen der Batterie. Diese Woche. Jetzt haben wir immer so geredet, was machen wir, weil die können die Einfahrt erst richtig fertig machen, wenn es dauerhaft wärmer ist. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich einen Zaun streiche, dann soll es ja auch immer über so und so viel Grad sein, damit die Farbe halt einfach gut trocknet und so. Aber sicher bin ich mir nicht. Jedenfalls geht das jetzt nicht. Das geht erst im April, Mai oder so. Ja, und das dauert ja viel zu lange. Und jetzt
haben wir das Angebot bekommen, dass uns geholfen wird, dass halt diese Huckel mit Kies oder was auch immer aufgeschüttet wird und dass da welche helfen beim ne, so fahr geradeaus, fahr links, fahr rechts, dass überall einer steht und dann irgendwie, dass wir den Wohnwagen da hochhieven. Weil dann sind wir halt auch immer vor Ort, wenn was im Haus passiert, wenn wir gefragt werden, irgendwas, man ist immer da, man kann irgendwas machen, mal eben dies, mal eben das. Man kann die Waschmaschine anschließen, hätten wir eine Waschmaschine. Wir können da auch schon einen Raum jetzt fertig machen, glaube ich, nächste Woche, das Schlafzimmer. Dann könnte man schon mal vielleicht auch da schlafen, ich weiß es nicht. Und kochen dann im Wohnwagen, ich habe keine Ahnung. Aber halt einfach, ja, uns wird das sehr zusagen, wenn wir halt einfach da an unserem Haus stehen mit dem Wohnwagen. Aber ja, mal gucken, ob wir es wirklich machen. Ich würde sehr gerne. Also, wir sind jetzt hier. Genießen das. Ich wollte jetzt schon mal kochen gleich. Das Murphy ist ganz glücklich. Der hat hier Hundebesuch gehabt, ganz viel heute, ganz viel gespielt, ne? Ja. Bereite ich jetzt schon mal das Essen vor. Essen ist fertig. Wow. Komm, wir gucken mal, was es gibt. Was haben wir alle gerührt? Die Waschmaschine rührt immer noch. Ich weiß gar nicht, warum ich hier drin gedeckt habe. Draußen ist so geiles Wetter. Wir haben einen gemischten Salat. Wir haben noch Joghurtdressing, Sylterdressing. Und es gibt Nudeln mit Erbsen in Sahnesoße. Wir haben ganz viel Knoblauch. Hast du reingemacht? Ja. Ich habe zwei Zehen geschnitten und ich habe aber auch schon den Tzatziki für morgen vorbereitet. Dann kann er durchziehen. Was soll ich erzählen? Ich dachte, du wolltest vloggen. Ja. Dann warte ich mit meinen Eltern im Rund. Ach so. Ja, mach ruhig. Ja, wir trinken jetzt Käffchen. Erstmal hier unsere super Kaffeemaschine, die wir immer noch lieben, außer im Wohnwagen. Da gibt es so einen Typen Kaffee. Und wir haben gerade festgestellt, es ist fast schon zu warm im Pullover in der Sonne. So angenehm. Es regnet. Es regnet? Ja, es war jetzt nicht mehr so schön die ganze Zeit. Wir waren drin. Und haben uns ein bisschen mit der... Haben ein bisschen die Zeit verbracht mit unserer Reiseplanung. Einen Teller? Bitte? Nimmst du den Teller? Ja, ich nehme deinen Teller. Alles Kalle, was willst du essen? Ich mache mal Reis, glaube ich, noch mal warm. Ja, mach dir. Genau, also wir wollten halt... Mann, ich muss erstmal anziehen. Wir lagen halt im Bett, haben alle gechillt und haben voll die Reise geplant. Wir haben überlegt, dass wir Richtung Polen fahren mit dem Wohnwagen im April und zum Beispiel vorher uns mit dem Zweiten Weltkrieg etwas auseinandersetzen und dann halt auch da vielleicht was besichtigen, Auschwitz oder so. Das würde mich und Bernd, dich würde das auch sehr interessieren, oder? Ich war da schon mal, aber ja, fahr ich noch. Echt? Danke. Kannst du uns herumführen? Ja, ja, und dann halt so hat Bernd eine Route rausgesucht, wo man schön stehen kann. Ibims, Bernd. Mit dem Wohnwagen. Und wir haben richtig schöne Plätze an der Ostsee, an der polnischen gesehen und auch in Deutschland. Und ja, da freuen wir uns drauf. Ist ja gar nicht mehr lange. Ja. Aber wir wissen noch nicht, wie lange wir dann unterwegs sein werden. Erst haben wir gesagt, da kommt so ein Monat. Olivia, bitte. Dann haben wir gesagt, eine Woche, man weiß es nicht. Wir gucken, wie es uns gefällt. Wenn wir einen super schönen Stellplatz haben, direkt am Meer, wo alles super ist, dann bleiben wir natürlich länger da stehen als... Also sagen wir nicht, wir müssen jetzt unbedingt weiterfahren zur nächsten Stadt, weil ist ja egal. Und dann haben wir überlegt, von Polen aus nach Deutschland... um halt besuchen, also Familie zu besuchen. Da wissen wir auch noch nicht, wie lange wir bleiben. Und von da aus wollten wir dann nach Kroatien, Griechenland. Allerdings werden wir wohl noch mal einen Zwischenstopp in Ungarn machen. Aber das ist nur so die grobe Richtung, damit ihr wisst, was euch so und uns erwartet hier. Mal schauen. Aber erstmal muss jetzt der Wohnwagen fertig werden mit der Batterie. So,
Soll ich dir helfen? Ja, und das war anstrengend, das ganze Planen. Jetzt gibt es hier Essen. Wann geht's? Soll ich anmachen? Ach nee, warte, ich hab gerade. Was gibt's morgen nochmal zu essen? Morgen gibt's Kartoffeln mit Tzatziki und Salat. Also. Wir fahren jetzt. 17. Es hat sich. 22 bis. Warte mal. Guck mal, sie hebt was auf und geht hoch. Jetzt glaube ich zumindest. Boah, das ist richtig. Nee, doch nicht. Sumo-Ringe. Also, es hat sich richtig was ergeben. Wie man sieht, wir planen, dadurch, dass wir gerade gesagt haben, wir fahren nach Polen und hier und da, dann so, Polen ist kalt, hin und her. Jetzt planen wir eine richtige Reise. Wir planen jetzt, oh mein Gott. Ja, wir überraschen euch. Wir sagen es euch noch nicht, wohin. Bis gleich. Bleibt neugierig. Ja. Wir haben jetzt das ganze Jahr quasi grob durchgeplant, wo es hingeht. Wir nehmen euch mit nach Polen, nach Kroatien, nach Österreich, nach Deutschland, nach Ungarn. Es gibt viel zu sehen noch. Und das hat richtig Spaß gemacht, ehrlich gesagt, die Reise zu planen. Und jetzt geht's ab ins Bett. Die beiden, also Livia war baden und deswegen bin ich jetzt eben hier im Badezimmer, um die Wäsche zu holen. So. Ach, genau. Also, ich habe jetzt das Video geschnitten von heute und ich habe bemerkt, dass es ziemlich durcheinander ist. Deswegen wollte ich euch noch was erzählen, um euch ein bisschen aufzuklären, was hier überhaupt los ist. Weil erst habe ich euch erzählt, dass wir nächste Woche versuchen, bei uns am Haus zu parken mit dem Wohnwagen. Dass die uns helfen, da die Einfahrt hochzukommen. Und dann habe ich euch erzählt, dass wir nach Polen fahren. Und dann, wir fahren doch woanders hin und haben das ganze Jahr geplant. Ja, also. Es ist so, wir sind jetzt hier seit ein paar Wochen in Ungarn und das ist ja auch alles ganz schön, aber wie ihr wisst, unser Haus ist halt nicht fertig und es dauert noch. Und ich weiß, viele verstehen das nicht, viele schreiben dann ja mal, wir müssen da helfen, wir müssen das machen. Ich verstehe aber auch vieles nicht. Ja, ihr müsst auch nicht alles verstehen, nein, das will ich damit nicht sagen. Wir verstehen uns manchmal selber nicht, nein, aber da sind ja Menschen, die da was von verstehen, die unser Haus fertig machen. Eben. Und wenn jetzt, sag ich mal, da eine Firma ist, die Fliesen legt und legen Fliesen, was sollen wir dann da machen jetzt im Badezimmer zum Beispiel? Der Elektriker macht die Steckdosen. Es ist halt immer, es dauert immer, bis sie Zeit haben und ach, keine Ahnung, ist auch egal. Es geht ja jetzt voran und irgendwann ist es fertig. Und weil wir da jetzt halt so gar nichts machen können, wir gammeln hier halt einfach ab in der Pension oder dann müssen wir wieder raus und dann hin und her und auch am Haus. Da hätten wir jetzt zwar, wenn wir mit dem Wohnwagen da stehen würden, hätten wir Strom und Wasser. Aber das ist jetzt auch nicht Sinn der Sache, dass wir da einfach vorm Haus abgammeln im Wohnwagen und dann sind die Handwerker da und wir sind im Wohnwagen. Blink und durchs Fenster. Hallo. Ne, das ist ja auch doof. Pause, was auf Uhr gucken. Nein, aber deswegen haben wir gesagt, okay, wir fahren jetzt für ein paar Wochen nach Kroatien. Also erst hatten wir gesagt Polen, weil wir wollen gerne Polen sehen. Und wir wollen gerne auch nach Deutschland dann irgendwann jetzt. Ich sage euch keine Zeiträume, weil wir selber noch nicht wissen. Bevor wir euch wieder verwirren oder uns selber. Gut, dann hat Bernd halt geguckt, in Polen ist es jetzt zur Zeit, also Danzig, wo wir hätten hin wollen, weil da ist wunderschön die Ostsee. Da ist jetzt, was hast du, 6 Grad und Regen, ne? Mhm. Ja, und dann haben wir geguckt, viel Regen. Dann haben wir geguckt, Split, Kroatien, was ungefähr 5 Stunden von hier ist, 6 um den Dreh. Ungefähr, ich weiß nicht genau. Da sind jetzt 16 Grad gewesen die nächsten Tage. Okay, das sagt uns er zu. Also haben wir gesagt, fahren wir jetzt für ein paar Wochen nach Kroatien und dann nach ein paar Wochen kommen wir wieder hier nach Ungarn und gucken, wie weit unser Haus ist, ob dann schon das Badezimmer fertig ist, weil da kommt ja dann auch der Sanitärfachmann oder so, keine Ahnung. Und die Badewanne kommt nächste Woche und dann kann das hoffentlich alles, ne, dass wir dann in 4 Wochen, wenn wir kommen, hoffentlich
dass wir dann schon mal die Kartons ein bisschen auspacken können. Achso, und wir haben gesagt, dann können die Handwerker auch streichen, wenn sie es denn machen. Wir fragen das, ob wir da jemanden finden, der das Haus streicht, weil wir haben gesagt, klar könnten wir das selber machen, aber wir bezahlen ja dann nicht mehr hier die Pension. Die kostet, was kostet die? Ungefähr 25 Euro am Tag? Ja. 30 Euro am Tag, 25 Euro am Tag. Die müssen wir dann nicht mehr bezahlen. Dann können wir uns ja gönnen, dass sie das Haus streichen. So, haben wir gesagt. Genau, und dann hoffen wir, dass wir kommen und dann einfach nur Möbel aufbauen und einräumen, gelle? Ja. So ist der Plan. Der grobe. Das kann sich auch wieder ändern. Aber deswegen werden wir voraussichtlich nächste Woche Ungarn wieder verlassen. War das nächste Woche? Ja, ne? Donnerstag nächste Woche. Mittwoch. Oder Donnerstag. Mal gucken. Oder Donnerstag. Wir sind flexibel. Wie wir es alles schaffen. Bernd würde gerne noch die Badewanne abholen. In Salaegerszeg, die wurde ja bestellt. Die müsste jetzt die Woche kommen. Dann nimmt er den Hänger und fährt dann wieder dahin. Zu diesem, was ist das? Ist das ein Sanitärfachgeschäft, ne? Ja, extra für Sanitär. Genau. Ja, mal schauen. Ja, und Kroatien, da freue ich mich richtig drauf. Wir haben uns gerade so ein bisschen die Stellplätze, also Stellplätze, wir versuchen ja frei zu stehen. Viel, also wir werden auch mal auf so einen Campingplatz gehen, wo man halt mal Wäsche waschen kann, duschen kann und so, alles aufladen kann. Hast du nicht gesehen? Dafür muss ja erstmal unsere Batterie fertig gemacht werden am Wohnwagen. Aber wir versuchen, soweit es geht, frei zu stehen auf Parkplätzen. Und da sind richtig tolle Parkplätze, so direkt, dass man so aufs Meer guckt, an der Klippe oben oder auch unten direkt am Meer. So richtig, richtig schön. Und jetzt ist ja so Nebensaison, also es ist, wird jetzt nicht so voll sein wie in den Sommerferien oder so. Und da freuen wir uns drauf, da vielleicht ein bisschen die Wochenmärkte abzuklappern. Und ja, mich aufgeregt. Genau, das wollte ich euch mitteilen. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das verstanden habt, ob das Sinn ergibt. Gut, das war's. Dann füge ich das jetzt hier noch ans Video an und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen in alter Frische. Tschüss!